Hey und willkommen zur 54. Folge von Sims 4 zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß. So Leute, da wären wir schon wieder beim nächsten Part, würde ich sagen. In der letzten Folge ist was Grausames passiert. Seitdem klinge ich auch so komisch. Und zwar ist mir mein Lieblingsbuch hingefallen. Hey. Und der Einband ist beschädigt, seht ihr das an der Seite? Und ich habe kein Geld mehr, das immer neu zu holen. Warum haben wir das überhaupt noch da hinten? Warum nicht? Aha! Du wolltest mich töten! Oh, Essen, nice. Nein, nee, Essen tue ich's mal nicht. Doch eh nichts. Nee, aber Essen an sich macht mir was. Ach so. Ja, dann kannst du doch mal gönnen, Alter. Ja? Nee. Warte, wie komme ich hier? Also, ja, du bist tot, habe ich gehört. Ja. Deine Frau ist wieder schlank. Ja. Das ist schon ziemlich nice. Sexy Hase. Das wow. Ist er, das ist er. Kümmer dich bitte um mein Kind. Schreiben? Nee. Doch. Und? Das ist jetzt dein bester Bro. Hey, du warst nicht mal mein bester Bro. Was? Da was? Ach Mann. Mit dem kann man ja nichts machen. Ja, der ist traurig, sein Vater ist gestorben. Ja und? Hat doch einen neuen, hier den kleinen. Stimmt, das ist jetzt wirklich sein Vater. Was ist, die geht doch in die Schule schon seit 10 Jahren. Ja. Leistung ausgezeichnet. Oi. Wie hat sie das denn geschafft? Weiß es nicht, aber sie hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, mach mal. Komm, in einer Stunde schaffst du. Alter, Erziehungslevel 6, Junge. Ja, ich wette, ich hatte mehr als du. Und ich wette, ich hab mehr als deine Frau. Ich guck mal nach. Da 5, lol. Also, wenn sie nicht von alleine trauert, sie ist sogar glücklich. Hey, nein, warum macht sie doch nicht traurig? Dann kann sie jetzt mal aktiv trauern. Nee, weil, also, das ist deine Frau, was soll das denn? Geht doch, schön. Jetzt ist sie traurig, das wollte ich. Wenn der Aslak aufgestanden ist, weißt du, was du zu tun hast. Was denn, schlafen? Nein, boah, Junge. Oh Gott. Ja, es kommt Zeit mal, für ein es Bad. Kümmert sich ja. Niemand um sie. Sie guckt ihm. Kaum Achtsamkeit. Um sie. Ihm. Oh, kommt da immer durcheinander. Was denn? Sie ist gerade immer. Sie heult im Sarg. Kannst du ja mal rausgehen, bitte? Oh, Nipnopsi. Wer wird denn da angerufen? Was geht ja, denn da? Ja, alle werden angerufen. Hallo? Was ja, aber warum? Auch aber. Ich hab einen Job. Hä? Immer noch? Seit wann habe ich einen Job? Ich weiß es nicht. Bist so selten da. Aber du könntest befördert werden. Ja. Ich meine, jetzt bist du schon Internetsternchen. Ja, aber das ist trotzdem nur Stufe 8. 6200 Tantiemen. Aber mir fehlt echt immer noch der Bestseller. Junge, du bist ich bin einzige einfach, Enttäuschung. Ich bin wirklich, ich schreibe da 10 Bücher und keins davon ist ein Bestseller. Und nie wird was aus mir. Also der Aslak muss jetzt gleich aufstehen und sich mal um das Kind kümmern. Oh, der Arme. Ach, er heult gerade wegen dir. Ja. Wo ist mein Papa? Mein Klon. Warte mal. Hä? Ach so. Das macht gerade Musik. Das wäre cool, wenn man Leute klonen könnte. Da habe ich so eine Armee. Ja, Wissenschaftler muss auch unfassbar spannend sein. Da kannst du echt viel machen. Junior L ist krank geworden und hat sich im Flur vor den Augen der anderen Schüler übergeben. Sie ist jetzt bei der Krankenschwester. Warte mal. Stopp. Was denn? Warum steht denn da, mein Kind muss sorgfältig untersucht werden? Weil ich der Einzige bin, der noch zu Hause ist und du bist auf der Arbeit? Ja. Sicher? Stimmt. Mensch, ich muss Clara? Nee, warte mal, von wem? Vanessa? welche von den Frauen, die ich umgebracht habe, ist es nochmal? Ja, Verantwortung steigt, hui. Aber ich werde bestimmt putzt befördert. Gerade? Oder spielt es mit der Kacke? Ich glaube, es putzt gerade. Oh Gott, ich glaube es. Aslak. Nee, es hat geputzt, oder? Oh! Super grade klasse. Nee, planschen. Oh, nicht auf so mit der klasse. Kacke zu spielen, Aslak. Ja. Hört ihr das? Hä? Er packt gerade rum. Sieh, das sieht man auch hier. Er hat irgendwas vor. Er will irgendwo hin, man hört das, aber es wird immer wieder abgebrochen. Ja! Befördert zur Reality-Show-Teilnehmer. Was ist das denn für ein Downgrade? Er verdient jetzt 111 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 389 pro Stunde ergibt. Virales Video hochladen, Wohltätigkeit streamen. Hui. Oh, ich kann einfach echt Videos hochladen. Was?
25 Millionen besitzen, virales Video hochladen. Okay, ich bin gespannt. So, und du kümmerst dich mal um den kleinen Fratz. Na, ach, das macht er sogar. Ja, schön. Jetzt müssen wir was zu essen geben. Hast du ihm gerade dein Essen gegeben? Hopp! Was? Ja. Ob ich irgendwo treffen könnte? Ja, klar. Ja. Ja, okay. Das geht vor. Ui, Nobuya Watanabe. Ach, das haben die Leute geschrieben. Das war das Problem letztens, als ich mit Morgan irgendwo war. Ich habe ihr gesagt, komm bitte zu mir nach Hause und danach bitte komm zu der Party. Und dann sind wir zu der Party gegangen, sie war eine Sekunde da und ist dann zu mir nach Hause. Okay. Das war ein bisschen dumm. Oh. Wer? Da ist er. Du bist glücklich. Ja. Warum bist du glücklich? Weil ich endlich weg von euch bin. Endlich bin ich allein. Ja, Kompliment. Ich gebe dir endlich mal ein Kompliment. Hallo? Das ist unser einer Kollege. Yo! Von dem ich mal was wollte. Kannst du mal bitte aufhören, mit allen zu reden? Nee, komm. Okay, dann ruft er jetzt mal kurz. Da ist noch ein Geist! Was? Hä? Wer bist du? Mimsi. Junge Erwachsene? Was? Was ist mit dir passiert, Mimsi? Mimsi? Was ist mit dir geschehen? Alter, was ist das? Was ist da? Oh, sie hat heiliges Licht. Siehst du es? Okay. Und du bist einfach nur grün. Ja. Bah. Ich bin Slimer von den Ghostbusters. Ja, einladen. Ach, Maudado. Ja, oder Candy, ich weiß es nicht. Nein, Maudado. Oh, Palette, warum musstest du mich nur verlassen? Wo ist denn Weil du mich alt gemacht hast. Ich hab dich gar nicht alt gemacht. Doch! Du hast dich selber alt gemacht. Nein! Warum ist das jetzt wieder ein Ich möchte nur mit ihm reden. Warte. Oh, wer ist denn da? Da kommt Maudado angejoggt. Na, pass auf. Aber mit wie... Hallo? Wer ist da? Was ist das denn? Kannst du mal bitte aufhören? Warte, anbrüllen. Bitten in die Wolken zu schauen, das ist gut. Hat er mal... Ist die schwanger? Oh. Mau... Teenager? Oh. Oh, hä? Oh. Es sieht aber so aus. Es sieht wirklich so aus, als wäre sie schwanger. Hallo, Aslak. Hi. Na, an normales Leben zurückdenken. Weiß noch damals. Ja, war krass. Wir beide. Weiß noch, als wir hier... Oh, der Geburtstag. Ach so, von deinem kleinen Fratz. Über Mode scherzen. Reparaturtipps geben, falls du mal zu uns kommst. Vampir? Was? Persönlichkeit entblößen. Ach, wir wären noch besteste Freunde. Was? Hallo? Hey, Maudado! Schlechter... Was? Sag mal, das kann doch nicht sein, oder? Geht der gerade? Was ist das? Ich glaube, der geht echt. Aber die hat ein gutes Verhältnis. Ja, eigentlich schon. Aber wie kann das denn sein, dass er jetzt gerade nichts machen kann? Ja, weil er auf dem Weg ist nach Hause. Er geht schon wieder. Aslak ist bereits ein offenes Buch für Manuel. Er geht. Romantik. Oh, wird das etwa noch was? Ey, ich angel die Zuckerschnut hier. Flirten. Komm schon. Ey, Junge, kannst du bitte gehen? Vampir, befehlen, zu gehen. Da, du! Du bist... Was soll das? Ja. Es klappt, er geht. Nummern austauschen. Ja. Ich hol dich zurück, Palette, ich hol dich zurück. Okay, Schlingel, knuddel mit mir. Oh, hallo. Was war das? Warum ist das schon wieder so ein Willi? Hä? Wer ist das? Warum ist der in unserer Konversation? Verpiss dich, Junge. Romantik ist schon voll gestiegen. Nee, ich bin weg. Ich geh jetzt weg hier. Das sehen die ein. Wir gehen jetzt beide. Was? Du bist abgehauen. Ach ja, traut es seinem Glück allein. Wenn ich groß bin, möchte Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später Ninja werden will? Übe jetzt schon einmal, wie man sich verbirgt, was? Besorge dir ein Ninja-Outfit. Versteck dich. Wie geht's meinem Kind? Mein Kind geht's gut, endlich. Ja klar, weil mal jemand da war. Aber er stinkt immer noch. Ja, das ist Standard bei euch. Nein, der Aslak soll nicht stinken. Virales Video. Wie lange dauert das denn? Oh, fertig.
Manu hat 1 Million Follower dazu gewonnen. Also ich habe schon von euch gesagt bekommen, dass das viel bringt, aber das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Pressure Banner. Alter, an der Klippe eine krasse Die wurde einfach weggedrückt. Ein komplettes Buch, Inventar wäre ja. Kann ich jetzt bitte mal ein gutes Buch schreiben? Ich kann doch nicht nur Scheiße veröffentlichen. Scheinbar schon. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt schon 5-mal ein Buch mit demselben Titel rausgebracht habe. Ja, dann mach einen klasse Titel. Was ich so krass finde, ist, wir stehen immer noch so bei 175.000. Und das, obwohl ich hier die ganze Zeit voll viel Geld verdiene. Ja, ja. Also das Haus ist einfach unfassbar teuer. $100 hat Aslak verdient. Und dafür war der jetzt irgendwie 8 Stunden weg. Wow. Ja! Ja! Mein Bestreben. Ich habe mal wieder ein gutes Buch geschrieben. Ach ja. An Verlag verkaufen. Ach Mann. Ich hab's geschafft. Oh, du rockst. Ach komm, ich mal von einem Buch, was ist los? Kannst jetzt neues Bestreben wählen. Ja, aber was? Was gibt es denn alles? Einheimischer, wo ich dann irgendwie Freunde haben muss. Bäh! Bodybuilder habe ich schon. Maler, nee. Staatsfeind. Gemeine oder schelmische Interaktion anwenden. Von 2 Sims nicht gemocht werden. Ich muss sie einfach nur aussaugen. Ableben eines Sims miterleben. Level 8 der Verbrecherkarriere. Okay. Ach so. Meister des Unfugs? Abflüsse in 3 verschiedenen Häusern verstopfen. Was? Eltern mit Leib- und Seele-Modus erreichen, was? Mit 5 Sprösslingen gut befreundet sein. Ja, die Leute, die ich selber verwandle. Das hätte ich direkt fertig, das hätte ich auch direkt fertig. 5 Sims in erwachsene Vampire verwandeln. Ja, wahrscheinlich. Soll ich das nehmen? Ja, du, es ist ja einfach nur ein erwachsener Sim, der dann, ne? Da direkt, lol. Direkt mal 1000 Meilensteine erreicht. Dann nochmal. Was? Ich habe jetzt 7600 Punkte. Da, trainiere, ja, das ist ja klar, aber was ist das? Will einen Sim und dann in Vampir verwandeln. Warte mal, was kann ich denn da holen? Merkmale. Profi-Faulenzer haben keine Angst davor, zurückgestuft oder entlassen zu werden. Das Scheiße. Braucht kein Mensch. Weniger Schlaf, ich penne nicht. Besser im Gartenzeugs, weniger Hunger, existiert auch nicht, ist auch irrelevant. Guter Küsser. Vermehren ihr Charisma mit jedem Kuss. Betörende Sims können jeden mit einem einzigen Blick in Flirtstimmung versetzen. Das habe ich eigentlich auch schon. Ja. Werden bei einer netten Vorstellung sofort gemocht. Ja, das nehme ich mal. Zack. Sinkt die Anzeige des Bedürfnisses. Ja, sozial, das brauche ich auch nicht. Schamlosen Sims ist gar nichts peinlich. Ja. Das ist auch cool. Kreativ habe ich schon. Niedrigere Rechnungen. Okay. Zack. Macht Sinn bei uns. Verkaufen selbst hergestellte Objekte für mehr Geld. Ja, für unser Restaurant. Stimmt. Ja, komm. Dann nehmen wir das. Mehr Geld für selbst erstellte Dinge. Ja. So, aber jetzt wird es Zeit. Oh Gott, was ist denn mit ihm los? Was? Ich verstehe seine Trauer. Aber was stimmt denn nicht mit seinen Stats? Ja, aber guck doch mal, was die Trauer immer noch auslöst. Ja, nix. Ach so, ist immer noch. Ist einfach nur die Laune. Ja, nee, das ändert nichts hier dran. Wie krass lang das war. Och Mann, ich will Sprösslinge erzeugen. Geburtstagseinladung. Alle reden über eine Geburtstagsparty, zu der bitte nicht eingeladen ist. Warum hat sie keine Einladung bekommen? Freund fragen. Es drehte sich um eine Fernsehsendung. Sie ist einfach nur... Ja, sie ist einfach nur dumm. Okay. Was? Sie hat es einfach verwechselt. Keine Ahnung. Ich glaube immer mehr, dass sie doch mein Kind ist. Das kann sein. Auch $6.000. Ja, cool. Oh oh. Ach so. Ich dachte gerade schon. Er verwandelt sich. Ja. Warum sieht er so cool aus? Das ist nicht wahr. Oh. Der sieht wirklich. Und er brennt. Er brennt schon fast. Er kokelt. Sora. Ja, ihm geht's nicht gut. Er braucht die Fähigkeit. Oh Mann. Er geht jetzt ja rein. Da, ja, guckst dir an. Er hasst die Sonne. Wie heißt er? Omar El-Khoury. Omar, bitte, ich wollte schon gerade sagen, bitte geh rein. Du müsstest mal einen Gärtner verwandeln. Was brauchen wir denn heute? Ach das, ja komm, hol ich mal her. Ich verwandle gleich einfach jenen, den ich sehe. Nee, aber der Gärtner ist halt die ganze Zeit draußen bei den Pflanzen. Oder ach so, das meinst du. Maudado, komm mal her. Willst du gerne einmal, ne? Was passiert, wenn uns die Tantiemen ausgehen? Wir werden einfach kein Geld mehr verdienen. Was? Comedy perfektioniert? Alter, eine Comedy-Maschine. Schlau und gewitzt. Das bin ich.
Maudado! Hey! Hi! Du altes Haus, du! Geh, ja, genau, genau. Spiel einfach direkt. Ach ja, guck mal, die Familie. Ist das schön. Oh. Hallo, ich bin auch da. Hallo! Nein, kein Gruppengespräch. Ich will, dass er jetzt alleine mit ihm... Oh, willst du über Affen machen? Das mag der. Das mag der Rentner. Bitten in die Wolken zu schauen, komm. Ist ja kein Vampir, alles gut. Ja, ja, geht raus. Genau. Ach, oh, schön. Genau, das macht ihr jetzt schön lang. Aber da, so kriegen die doch keine romantischen... Nee, aber der Freundschaftspegel ist gut, wenn er auch hoch ist. Das hab ich ja ganz vergessen, warte. Geh mal hier hin. Ah, ja, Flirtlaune. Genau. Und dann, Vampir. Hallo, Flirtschub. Ja. Nice. Und jetzt flirtet, was das Zeug hält. Romantik. Fragen, ob Single ist. Ja, ihm geht's echt schlecht, ne? Ja, ich weiß, ist egal, er schafft das. Er ist Single. Er hat sich nicht mit Zombie zusammengetan. Überraschenderweise. Hätte ja sein können. Ja, meine ich ja, überraschenderweise. Schlüpfrige Frage. Was viele nicht wissen, ist so. Die stehen aufeinander. Er ist gesellig, hey, knuddel einmal. Und guck mal, ja, mal, oder Hände küssen. Hände küssen, oh. Aufreizen, posieren, das... Oh nein, er guckt schon so grimmig. Oh, wie es umgeschlagen hat. Ja. Oh ja, ach, was machst denn du da? Ach, ist ja süß. Es klappt alles. Sehr kokett. Beziehungstipps geben. Rose anbieten. Nice. Es wird immer besser. Einmal noch flirten, bitte. Und dann ersten Kuss erleben, bitte. Oi. Hallo, ne? Ja. Geht. Hallo? Hallo, ich muss los. Ja, warte mal. Hallo, ich wollte einmal küssen. Einmal nur. Rose anbieten. Warte, einmal nur rein. Tag verschwinde. Deine Frau ist da. Warte, dein Kind. Oh Gott, nicht, dass es... Oh, ich spiele mit deinem Grabstein. Urne. Nein, ich spiele mit dem Spielzeug. Komm schon. Komm schon. Na, willst du? Oh, ja! Es klappt! Du wusstest, du hast es vorhergesehen. Ich muss los. Er rennt rein und sagt dann nicht, okay. Ich sag Maudado. Ja, gut. Was ist? Deine Frau verreckt. Was ist mit ihr? Sie hat die Krätze oder so. Oder sie ist ein Zebra. Ich glaube, sie ist ein Zebra. Okay, dann bewerte mal den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind wir beide verlinkt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge morgen wieder. Tschüss, bis dann, Leute.